Hi Leute, willkommen in Belgien. Willkommen zum 24-Stunden-Rennen von Spa, das größte GT3-Rennen der Welt. Wir haben hier die letzten 24, ja sogar ein paar mehr Stunden hier verbracht, das Ganze drumherum genossen. Wir waren eingeladen von Namco Bandai, an die geht ein riesiger Dank raus. Ja, die waren auch hier mit Project Cars 2, hatten hier so einen kleinen Stand, wo wir auch gestern Abend für Project Cars 2 gespielt haben. Wir hatten eine Boxenführung nochmal beim Lamborghini-Team bei Barwell Racing. Wir sind mit einem Shuttle quasi um die gesamte Strecke gefahren, noch mit Audi quasi an der Strecke vorbei, konnten da auch noch mal ein paar Eindrücke sammeln, also es war wirklich insgesamt super. Hier sind wir auch noch mal runtergegangen zu Rouge, haben dort, ja, da war eine richtig coole Party, sag ich mal, ein richtig coole DJ und alles Mögliche. Ja, jetzt ist das Rennen gerade vorbei, wir sehen es, Siegerehrung gerade abgedreht hier, Audi hat das Rennen gewonnen. Wir haben schöne Eindrücke gesammelt, die ich euch jetzt einfach mal näher bringe. Gridwalk war dabei und viele schöne Bilder, viel Spaß damit. Ja, am Samstag waren wir bereits 6 Stunden etwa vor Rennstart an der Strecke, haben uns hier nochmal im Fahrerlager umgesehen. Hier sehen wir einmal den Blick von oben übers Fahrerlager auf die legendäre Rouge. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ein bisschen früher da zu sein. Es gibt dort so einige Sachen, die das Autofanherz höher schlagen lassen. Es gibt den Super Trofeo von Lamborghini noch im Vorfeld. Hier sehen wir so ein paar Fahrzeuge der Lamborghini Academia, so eine Driving Experience, die auch vor dem Super Trofeo dort stattgefunden hat, und ebenfalls eine kleine Tourenwagenserie mit Peugeot 308. Also es gibt auch schon vorher einiges zu bestaunen dort. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung war ein Besuch bei Barwell Racing in der Boxengasse. Die setzen 2 Lamborghini Huracan GT3 ein und es war natürlich der absolute Hammer, an diese Fahrzeuge mal ranzugehen, da direkt reinzuschauen, sich sogar reinzusetzen teilweise. Die Yvonne hat sich da mal probiert, das sehen wir gleich. Dieses Fahrzeug mit einem 5,2 Liter V10 Saugmotor leistet um die 500 PS, je nachdem welcher Restriktor dort verwendet wird, auf 1225 Kilo. Der Sound V10, brauche ich nichts zu sagen, absolut göttlich. Wirklich schöne Fahrzeuge, neben dem 650 SGT3 von McLaren, eines der schönsten GT3-Fahrzeuge in meinen Augen. Uns wurden hier unmittelbar vor dem Rennen noch ein paar Details erklärt, die Autos nochmal final vorbereitet, hier der Blick nochmal auf den Arbeitsplatz der Piloten. 3 Fahrer teilen sich hier dieses Auto, wobei einer maximal 3 Stunden am Stück fahren darf. Insgesamt darf ein Fahrer aber sogar 14 Stunden fahren. Und wie ist es so da drin? Super, sehr. Du bist die Einzige, die dir reinpasst von uns. Nee, das glaube ich nicht. Hast du auch was sehen da vorne hin? Ja, nicht viel. An sich haben diese Fahrzeuge eine Aluminiumkarosserie, aber wir sehen natürlich auch eine ganze Menge Carbon. So, hier kommt immer der Blick so ein bisschen aus der Boxengasse. Hier, wo nachher Hochbetrieb immer wieder mal geherrscht hat. Da nochmal die Frontansicht hier der Lamborghini Huracan GT3 von Barwell Motorsport. Und jetzt ganz wichtig, merkt euch bitte das gelbe Auto, das werden wir nämlich gleich nochmal wiedersehen. Jetzt schwenkt die Kamera nach rechts und den merkt euch mal bitte kurz, der wird gleich noch wichtig. Anschließend hatten wir noch ein bisschen Zeit, uns mit Project Cars 2 auf das 24-Stunden-Rennen einzustimmen, auf diesen Kurs hier in Spa-Francorchamps, die Ardennen-Achterbahn. Bin ich einfach mal ein Rennen gefahren mit dem Porsche 911 GT3. Porsche muss man natürlich gleich mal die Chance nutzen, jetzt neu im Project Cars 2 dabei. War ja vorher immer vertreten durch Ruf, weil die Lizenz gefehlt hat, aber die ist ja mittlerweile auch für andere Rennspiele und andere Rennsimulationen freigegeben. Deswegen gleich mal hier, ja, sozusagen das aufgeholt, was man die Jahre davor nicht machen konnte. Ja, insgesamt in einem sehr ähnlichen Feld zu dem, was wir dann später auf der Strecke gesehen haben, in live sozusagen, hier mit dem Audi A8 LMS, mit dem Lamborghini Huracan GT3, mit dem McLaren 650S GT3, mit dem Aston Martin und so weiter und so fort. Zu Project Cars 2 selber wird es diese Woche auf jeden Fall noch ausführlicher und mehr geben. Dann auch mit direkt aufgenommenem Gameplay vom PC. Auch das werde ich dann nochmal nachkommentieren und euch dann nochmal meinen Eindruck der aktuellen Version, des aktuellen Builds auf dem PC mit dem Fanatec-Lenkrad, das wir hier auch sehen, werde ich euch dann nochmal wiedergeben. Deswegen jetzt einmal zurück zur Live-Action, zum richtigen Sound von der Strecke.
Komm schon rüber, jetzt kommt der Bentley. Wir sind beim Gridwalk. Es ist hier mega voll. Steht das Safety Car. Wir gehen jetzt mal hoch auf die Orange. Betreten hier quasi heiligen Boden. Einmal Spa-Francorchamps-Curb. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Also, hinter uns ist der Gridwalk. Ist alles voll. Jetzt gehen wir einmal hoch die Orange. Ja, das Rennen geht in einer Dreiviertelstunde etwa los. Wir müssten das jetzt so 15:45 haben, 16:30 nachher der Rennstart. So Leute, das Ding ist, die Yvonne hat vorhin in dem Lamborghini gesessen. Genau dieser Lamborghini, der ist jetzt kaputt. Ob das Zufall ist? Ja. Wir wissen es nicht genau. Was hast du für einen Knopf gedrückt, Yvonne? Den roten. Den roten Knopf, ja, okay. Das Team, das wir besucht haben, speziell das Auto hier, hatte eine Menge Pech zum Rennstart, mechanische Schwierigkeiten und am Sonntagmorgen dann ein richtig böser Abflug der Fahrer zu dem Zeitpunkt. Adrian Amschutz hat sich auch verletzt, Verbrennungen in der Rippe gebrochen. Zum Glück ist nicht mehr passiert, wir wünschen da weiterhin gute Besserung. Also der Klang wirklich rund um die Uhr ein Genuss, vor allem weil so viele verschiedene Charakteristika dabei sind. Wir haben den V8, wir haben den V10, wir haben auch beim Aston Martin teilweise den V12. Dadurch hast du immer eine gewisse Abwechslung, ein bisschen was Rotziges, mal wieder das schöne Sonore. Also es macht wirklich Spaß und langsam bricht hier die Nacht herein über Spa und wir sind ein bisschen noch weiter in die Richtung Orange gegangen, hier auf der linken Seite sozusagen der Strecke. Da war dann noch eine kleine Partymeile, verschiedene Buden, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber auch eine Bühne mit Musik, mit Lichtshow, mit Lasershow. Also auch für die tanzaffinen, für die musikaffinen Leute ist hier definitiv ein bisschen was geboten am Rande. Am nächsten Morgen waren wir zu Gast bei Audi WRT mit bestem Blick auf die Boxengasse, speziell hier auf das Team von Kues, die hier gerade den Porsche 911 GT3 beim Boxenstopp versorgen. Den Fahrerwechsel sehen wir hier auch. Es wird aufgetankt natürlich, die Scheibe wird nochmal ordentlich gereinigt und was hier gleich beim Reifenwechsel auffällt, erstens sind die Jungs natürlich super schnell, zweitens wird das Rad vorne rechts nicht gewechselt. Sicherlich liegt das irgendwie an der Belastung, das Rad vorne rechts wahrscheinlich nicht ganz so unter Druck hier in Spa. Deswegen kann man das mal auslassen beim Stopp. Ein Rad zur gleichen Zeit. Ist hier aufgefallen, vorne rechts haben sie nicht gewechselt. Zum Abschluss am Sonntag gab es nochmal eine richtig, richtig schöne Sache. Wir sind mit den Shuttles von Audi einmal die Service- bzw. Rettungswege um die Strecke abgefahren. Also dort, wo dann auch Bergungsfahrzeuge, Medical Cars und so weiter schnell einzelne Punkte der Strecke erreichen können. Sozusagen direkt parallel zum Layout der Strecke. Und da haben wir sozusagen die Autos nochmal aus nächster Nähe in Aktion gesehen. Wir haben vor allem nochmal die ganze Strecke sozusagen betrachten können. Die Zuschauer, die einzelnen Tribünen, die Fotografen, die Marshals und so weiter bei ihrer Arbeit ein bisschen beobachten können, beziehungsweise in dem Fall ein bisschen beim Warten. Ein sehr, sehr, sehr schöner Einblick, den wir hier nochmal bekommen haben.
der Friedhof der, der Autos. Oh, wow. Das soll es soweit gewesen sein mit meinem Bericht zum 24-Stunden-Rennen von Spa. Wenn ihr weitere Berichte, Ergebnisse und so weiter sehen wollt aus sportlicher Sicht, dann findet ihr dazu auf jeden Fall ein paar Quellen in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, und über ein Abo, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Ich klinke mich damit aus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.